Ja, so, ich bin jetzt hier oben und von oben sieht es auch richtig schön aus und es ist voll nice hier. Weil ich bin mal im Unternehmen, ob ich hier auch das nächste Mal auch wieder übernachte. Und das gefällt mir auch. Und das nächste Mal nehme ich auch ein Badehose mit und Handtuch. Dann kann ich hier auch baden und einfach schön. Da vorne ist ein Pool, da kann man schön baden. Da unten gibt es Wiesen, da kann man sich schön sonnen. Da vorne kann man was essen, trinken, Cocktails trinken. Und da vorne sind die Hotelzimmer. Und das eine Schloss, das ist auch ein Hotel. Und das Hotel ist direkt im Park und es lohnt sich hier zu übernachten. Ja, und wenn ihr Fragen habt zum Hotel, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich werde noch eine Rundtour machen durch mein Zimmer. Ja, und dann, ja, so, ja, ich bin jetzt in meinem Zimmer und ich mache jetzt so einen Rundgang oder so eine Rundtour. Und da fange ich erstmal mit dem Bad an. Ja, so sieht das so aus. Ein Waschbecken und ein Dusche, dann ein PC. Ich finde, das ist auch richtig gut gemacht. Ich finde, die Dusche, die sieht auch sehr gut aus. Voll nice gemacht. Und dann ist ja, hier können auch zwei Leute übernachten. Und ja, ich finde es auch sehr gut hier. Das gefällt mir, das Zimmer. Und hier kann man sich auch hinsetzen, was lesen oder was anderes machen. Und so, dann kann man hier einfach rausgucken. Ja, ich finde, ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder. Und dann gibt es hier eine kleine Sitzhecke. Und hier kann man auch Fernsehen gucken und Fernsehen gucken brauche ich schon mal nicht. Ich bin ja sehr beschäftigt mit Video machen oder im Park bin ich sehr beschäftigt. Dann gibt es hier auch Zeitschriften und dann und noch ein paar andere Dinge. Events, Partys und noch vieles mehr. Und ja, ich zeige euch jetzt mal den Schrank und der ist auch voll nice. So, dann kann man hier oben Sachen inpacken, von Hosen, Pullover, T-Shirt, da kann man die Jacken aufhängen. Ja, dann vom Europa-Park oder vom Hotel
bekommt man auch Bademantel und dann Badelatten gestellt. Und das kann man auch benutzen. Dann hat man so eine Tissue. Ja, das werde ich immer nicht nutzen. Ich reise auch morgen wieder ab. Und ja, das war's von meinem Zimmer. Ich mache nochmal einen Rundblick. Ja, und ich melde mich dann morgen wieder. Ja, und dann von Buffet habe ich mir das ja jetzt ausgesucht. Reissalat und Kartoffelsalat und Fluss. Das sieht sehr lecker aus und das werde ich auch weiter als dem das Hotel. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt zum Hotel, einfach in die Kommentare schreiben. Und ich werde keine Buchbuchung von meinem Zimmer. Und das gibt alles zum Abendessen. Ich finde das sehr nett angerichtet. Und ich finde das Abendessen gefällt mir sehr gut. Und das ist das Buffet und das ist sehr, sehr lecker. Lecker. Ja, so, ich tue jetzt Frühstück und ich sage auch gleich das Frühstücksbuffet. Und ich habe mir jetzt ein paar Bild. Und ich werde mal was frühstücken. Und hier kann man frühstücken. Und da drüben ist schon der Bad. Ja, das Hotel, das hält ein Bad und ich habe mir vorgenommen, dass ich nächstes Jahr wieder herfahre und dass ich dann schon 3-4 Tage hier übernachte. Und es lohnt sich, wenn ihr mal Fragen habt über das Hotel, einfach in die Kommentare schreiben.